So, jetzt kommen wir da zu einem Jagdwirt zu. Traditionell startet das Rauhnachtssingen. Nach 10 Jahren ist es wieder soweit. Unsere Feuerwehrveranstalter ist traditionell schon Kommandant. Christian, wie schaut's aus? Ja, ich glaube, wir haben alles fest gekriegt. Wir haben soweit schon alle geschminkt. Also, wir werden heute mit dem Verschrei anfangen und morgen dann mit dem Singen. Also es wird wieder passen. Ja. Einer, der so die Hauptrolle da übernimmt für die Organisation, ist der Kommandant-Stellvertreter, der Markus Pfoser. Markus, wie ist dein Gefühl für diese 2 Tage? Ja, komplett positiv. Es wird alles passen. Mich freut einfach so stark. Die Leute, die Darsteller, die wo man fragt, alle haben so motiviert und gefreut so stark, dass sie mittag können. Und da kann es halt super werden, wenn alle so frei haben bei der ganzen Rauhnachtssingen. Also können wir uns auf 2 interessante Brauchtumstage im sonnigen Nebelberg frei. Und jetzt starten wir da beim Jagdwirt. Jetzt gehen wir rein, ich mache ein Tief. Und dann geht's los mit dem Schminken. Und dann werden wir rausfahren in den Schopper. Und da starten wir dann beim Gabriel mit den ersten Verschrei. Jänner 2020, die Forste Rauhnacht. Wolfgang, welcher Darsteller bist du heute? Ich mache heute den Kasperl. Das ist der Aussager, der die Rauhnacht verschreit. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Ich glaube, du bist es auch nicht zum ersten Mal, wie ist da wegen dein Tagesablauf heute? Wie steht da für dich bevor? Naja, wir kündigen das Rauhnachtssingen auf ihr Morgen. Da gehen wir von Haus zu Haus und da wird halt dann die Bayerin aufgefordert zu einem Kropfenbacher. Und die Bayerin, was nicht Kropfenbacher, da wird nicht gesungen bei der Nacht. Also das Kropfenbacher ist ganz ein wesentlicher Faktor. Dann freuen wir uns auf viele gute Kropfen heute. Jetzt schauen wir ein Stückchen weiter. Da wird auch schon wieder wer geschminkt. Da haben wir das Geburtstagskind von gestern. Herzlichen Glückwunsch, Alexander. Du hast gestern Geburtstag gehabt. Ja, stimmt. Sehr genau. Was hast du heute für eine Aufgabe? Was wirst du für eine Figur darstellen? Naja, ich bin der Würstelmann, der sogenannte Würstelmann. Was ich mache, weiß ich noch nicht genau. Angeblich muss ich Würstel verkaufen. Du bist so prädestiniert dafür. Du bist ein gelernter Spitzenkoch mit vielen Hauben auf deiner Schürze um. Magst du das schon zum x-ten Mal oder ist Premiere für dich? Es ist genau das erste Mal Premiere. Darum lasse ich es auf mich zukommen, weil es ganz interessant wird, weil ich nicht ganz genau weiß, was auf uns zukommt. Bist du eigentlich schon recht nervös? Bist du ein Laiendarsteller bei unserer Theatergruppe? Ist man da nervös vor so einem Tag? Ich habe gute Tabletten, die habe ich heute schon Nummer 2 heute nochmal und darum geht es mir ganz gut. Ich bin komplett ruhig. Ja. Du sagst, ganz entspannt bin ich. Ja. Dann wünschen wir einen guten Verlauf heute bei deiner Entspanntheit. Wunderschönen guten Morgen. Man kennt ja kaum heute unseren Feuerwehrkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Nebelberg, Hauptbrandinspektor Christian Ameseder. Was hast denn du heute genau für eine Funktion? Naja, ich bin heute der Raubfangkehrer beim Verschrei. Ich will von Haus zu Haus gehen, ich will schauen, dass der Ofen gescheit gehört ist, dass er gescheit zieht zum Kropfenbacher. Das ist heute meine ganze Arbeit. Kropfenbacher ist eine wichtige Aufgabe, haben wir schon gehört heute, dass da bei den Kropfenbacher muss. In welchem Ablauf ist es? Bist du eher die Voraushut oder wann kommst du genau? Ja, ich bin aber ein wenig voraus, also ich gehe ein paar Häuseln voran und schaue, dass schon alles gerichtet ist und dass die Leute gerichtet haben, dann, wenn wir dann wirklich zum Verschrei dort sind. Christian, jetzt eine schwierige Frage. Vom Beruf ist ja für dich eine Hauptaufgabe, dass du beruflich mit Heizungen beschäftigst. Und wenn du heute in den Ofen gehen möchtest, dass der Rauchfang gut zieht, dass Kropfen gut bocher wirst, was tust du denn, wenn es nicht der Erdwärme haben? Naja, da ist es oft so, dass man sich wahrscheinlich ein wenig am Tisch zusitzt und der Stammball trinkt und einfach ein wenig ein paar Worte so redet und dann geht man wieder. Also nicht verlegen, unser Feuerwehrkommandant, alles Gute. Jetzt nur eine Frage, wie oft wird gesungen? Morgen ist eigentlich der Hauptakt. Wie viele Häuser haben sich angekündigt oder wie viele werden da ungefähr angesteuert werden für den Rauhnachtstross? Ja, wir werden morgen dann in ganzen mit den 2 öffentlichen Aufführungen 30 Mal singen. Das heißt, wir haben durch die ganze Ortschaft 28 Mal in der Stumm oder in einer Garage drin zum Singen und 2 Mal auf einer Bühne bei den öffentlichen Aufführungen. Auf das freuen wir uns, wir sind gespannt. Alles Gute und viel Erfolg. Was ist denn genau heute deine Aufgabe? Heute ist eigentlich die Ankündigungsverschrei. Was ist da deine Aufgabe heute? Da muss ich Gstanzl singen. Da muss ich die Leute eben sagen, dass morgen zum Rauhnachtssingen ist.
Und morgen bist du dann wo dabei? Morgen bin ich bei den Ziderer. Da geht es da richtig zur Sache beim Gstanzlersingen. Was ist denn der Steckertag für die zwei? Ich darf sagen morgen. Wieso? Erstmal dauert es weit länger. Und ja, es ist ja weit mehr zum Singen. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg und bist wieder mit den Musikanten unterwegs. Wen hast du denn da heuer dabei? Heute haben wir bei Steiner dabei, einfach eine Freude, da habe ich oft aber die Hochzeiten dabei. Und morgen haben eben die Ziderer mit einem Harmoniespüler, mit einem Teufelsgeiger. Und ich glaube, das wird wieder voll super. Ja, heute beim Verschreiser sozusagen das Gesindel dabei und da gibt es auch verschiedene Figuren und jetzt haben wir in Ruppa Josef da. Schaut euch schon ganz geschickt aus, wenn ich das so anschaue. Ja, wir haben es halt fest zusammengekriegt, oder? Wir haben sämtliche Sachen mit, einmal die Leute ein wenig herrichten können, sämtliche Sprays, Düfte und halt natürlich auch Cremen, inklusive halt dann auch zum Rasieren ein wenig was dabei. Also wir haben top ausgerüstet, das wird sicher super werden. Soweit ich weiß, gibt es ungefähr 2 Leute oder sogar 3 oder 4 Leute. Wenn nur Männer rasiert oder hat es auf Frauen auch scharf? Ich bin auch spezialisiert auf Frauen, was halt das auch haben. Der Schwiegermutter habe ich schon angedroht, ich rasiere wegen die Haare auf die Zentren. Also da spannende Sache. Jetzt derer sein, du bist ein wenig Russe im Gesicht. Ja, wir sind auch für den Schuhputz zuständig. Schuhputz vom Feinsten. Ja, putzen halt alles. Mit dem Hausnamen sagt man also ein Campinger daheim sozusagen, gell? Ja, genau. Und hast du das Rauhnachtssinger? Seit wann kannst du dich erinnern, dass das warst, das Rauhnachtssinger? War seit 91 eigentlich. Wir haben so Buben gewesen. Ich bin zwar selber nicht dabei gewesen, aber man weiß halt noch. Naja, und es gibt ja da ganz interessante Masken. Die sind da uralte Masken, was gerade getragen wird. Zum Teil, das ist ja nicht irgendwie jetzt ein Plastik, sondern das ist ja wirklich feinste Handarbeit, die was über viele Jahrzehnte aufbewahrt waren. Wer macht denn die eigentlich, die Masken? Die hat der Widinzep dazu gemacht. Sie haben da schon, ich kann mich selber nicht erinnern, wie lange was sie jetzt schon da haben, aber das hat der Widinzep dazu gemacht. Ja. Ja, uralte, schöne Masken, also das ist altes Brauchtum. Naja, wir freuen uns und werden schauen, wer hinter diesen Masken dann halt stecken wird. Ich möchte einmal alle einen guten Morgen sagen. Das Rauhnachtssinger geht jetzt um 9 Uhr oft los. Und mich freut es einfach, dass sie wieder alle bereitet haben. Für die Darsteller, Musi, Bratweiser, es ist einfach schön, wenn die Leute da und mit tun. Eine kleine Information, um 9 Uhr fangen wir auch in Shoppen, wie gesagt, oft einmal von der Überbeer rum und oft arbeiten wir uns durch. Und das Zubau halt einmal um 8 Uhr auf Nacht, dann da wieder bei den Jahren haben. So, dann schaut's mir nochmal her, dass ich auf dem Mund hängen nochmal Großaufnahme. Genau. Jetzt weißt du, wie scheiße, dass man es hätte. Ich weiß nicht, wie gut das mit dem Fliegen und das Fahren Ich danke für die ganze Woche.
So, jetzt geht's Raunachtzinger gleich los. Können wir ruhig ein freundliches Gesicht machen, alles konzentriert sich am Jungen wird Josef. Ohne Hintermaßen soll lachen. Bertel, du auch. So, alles schau nochmal her. Wolfgang, her schau. Und einmal noch. Und jetzt können die Funktionäre noch aufgehen, die was verantwortlich sind, alle, mit der Uniform dazu. Ein Foto hier persönlich. Ja. Habdach! Morgen ist Traunacht und die Bayerin, die nicht Kropfen bocht, da wird nicht gesungen bei der Nacht. Ja, 10 Jahre ist schon wieder raus, das muss ich 4er bringen. Und wir tun jetzt in Nebelberg wieder Raunacht singen. Sicher, ja, das sing ich da schon. Mir verdreimal das Uglick, damit's Glick einer kann. Ja, im Fleischnassl haben wir morgen auch mit, das ist wirklich auch gewürzt. Und ich glaub nämlich, dass heute den Schuppen und so ein Sausticher wird. Ja, dann machen wir's anders, da ist nichts ein Locher und die Bayerin wird beim Ofen drin Kropfen bochen. Ja, du brauchst aber
Meine Güte, Herr Marek! Die haben wir noch nicht. Warte, ich hab ein Abbox, muss ich sauber machen. Schau, ja, schau dein Much mal, das sag gleich, gell, dass du so schaust, weil du vor Ort bist. Du nicht aufholen. Aus! Wir müssen meinen Kofferraum auch noch putzen. Morgen, Raufenherr ist da. Schau, wenn du deinen Ofen noch, gell? Hoppala. Gut. Ja, ist eigentlich noch da. Jawohl, recht anscheinend ansage, gell? Und viel Blick und dann können wir die anderen auf der Schule machen, gell? Das muss halt nur ein Mädchen. Ja, ja, sag mal, hocken. Jetzt halt ich noch von so einem Auto. Okay, haben wir eigentlich auch drin. Das ist jetzt. Wie schaut es denn aus beim Haus? Wie schaut es denn aus mit der Wenger guten Wurst? Frische Wurst! Morgen ist Traunacht und die Bayern in den Kropfenbach, da wird nicht gesungen bei der Nacht. Oh, yeah.
Ja, Raunungssingerin, Nebelberg, das tut alle gefreut. Und heute waren wir halt da und heute haben wir Fahrschein. Ja, aber Ehren, jetzt kannst du schon riechen, da ist nichts ein Locher. Jetzt musst du dann einige und gleich Kropfen bochen. Ja, das eine ist sicher, ja, das singen wir. Schau, wir vertreiben heute das Unglück, damit's Glück einer kann. Sicher, ich sing's grad, wie man's nimmt. Wir müssen jetzt bloß machen, weil's gesinnt auch noch kommt. So ein Schindlein. Du kannst das selber schleifen oder mir schleifen? Ich glaube, du schleifst es am selber. Ich wollte schleifen. Ja, dann hol ich was. Das ist die falsche Seite. Ja, wir brauchen nicht was Neues, aber leisten können wir uns halt nicht. Ja, das ist so. Drum. Oh, wie leicht am Ämpfen. Da geh nach dem, was rausgeht, gell? Oh, und schneit jetzt. Ich probiere es nicht bei mir. Na ja, na ja, alles passt. Können wir lassen. Hebst du das einmal auf, da gleich. Oh, das ist jetzt einmal gar nichts. Das ist von meinem Ding. Wenn du das bei jedem macht, bis auf Knochen. Na ja, bis auf Knochen muss ich geschehen. Das ist mein Wunsch. Einen schönen Dank, vergelt's Gott. Schönen Dank. Oder? Ah, das ist so der vierte. Schönen Dank. Ja, da bin ich so. Ja, hast du schon alles verdaut, gib nicht so an. Ist eh nichts mehr drin. Da haben wir ihn schon. Da haben wir ihn. Habt ihr es auch mal gesehen? Ja, du hast eh schon. Du hast eh schon die Schimpfer. Schönen Dank, verwelkt es gut. Servus. Bist du gut? Grüß dich gut. Ja, hau dir. Ja, hol dir gerne. Also muss ich da wieder noch rein. Alles machen wir. Nicht Zucker, weil wir haben schon Märzchen. Das ist ein Kopf ist gleich weg. Ja, ja. Ein warmer Tee. Nein, schwarzen Rum ist ein Beil. So, da haben wir weiter.
Morgen ist Traunacht und bei den, wenn's die Kropfen bockst, dann wird nicht gesungen, morgen auf Nacht. Ja, 10 Jahre ist wieder raus und das tut uns auch frei. Und heute sind wir halt da, heute haben wir wirklich verschreien. Ja, es ist wirklich ein Gaudi, ich sing's grad, wie man es nimmt. Da kriegst du nicht frei, das ist natürlich, wenn man ins Haus zu null Bratweiser kommt. Das tut dir auch frei und ich bin mir ganz sicher, dir voll sicher wohl sein. Ja, Zauber, auch noch Loli, ein Zauber. Shit, und nächstes Mal sieht man, als Kims, nimmst du nicht so was Sau wieder. Weil das eine ist sicher, ist in grob, wenn man es nimmt. Und weil das Scheine wieder ist, auch das verputzelste auf die Affen kommt. Ich hab eh schon auch gesungen, was wollen wir noch mehr? Das Scheine wieder geben, sicher erst nächste Woche da. Da schon recht haben, ja, das sing ich da schon. Steifel weiß, das weiß ich über Namersberg nicht gleich drüber kann. Ja, der Sepp singt das Tanzl, ja, bis leid nicht gescheit. Nimm's ein wenig über den Umweg und fahr lieber mal so rein. Ja, jetzt gehen wir ein wenig auf Zeiten, ja, die singen wir schon. Und zwar zwingt denn das Gesindel, dann auch einer kann. Ratzel mich den Usinger, ja, ich mich's morgen, ich kenn auch und da drin in der Stunde nur, da weil gut Schnapsel brenner. Ja, da drin brenne ich ein Schnapsel, Fredi, so wie der Schaum, wenn du den ganzen einmal durchgehst, hast du gehst nicht mehr da. Thank you.
oft und nicht wieder, ist wirklich nicht wieder. Aber du dich nicht oben, wir kommen nicht morgen wieder. Singen oder so, und wir sind weit weit. Bis jetzt haben wir Schnaps getrunken, wir haben einen netten gesehen. Ja, ja, immer gegen den Strieham geschafft. Ist alle wichtiger, der Scherber ist da. Ja, da haben wir nur was Feines noch. So, Danu. Ja, das ist aber jetzt eh schon froh. Was hast du denn da für ein Flieg und ein Ich war selber ja auch schon dabei und ich habe gerade Freit und Wartsburg wieder erkämpft und nehmt sich schon ein wenig längere Zeit. Ja, es habt ihr sehr alle gehört, ja, die singen wir schon. Morgen in der Früh gehen wir um 6 Uhr schon. Habdacht! Morgen ist Traunacht! Und die Bayern, die nicht Kropfen macht, da wird nicht gesungen! Morgen, auf Nacht! Singerin, liebe Berge, ja, das tut doch nicht frei. Und jetzt waren wir heute halt da und jetzt sind wir falsch rein. Ja, die Frau ist heute Trabi, ja, da ist nichts ein Loch. Sie steht oben beim Herd drin und tut Kropfenbocher. Ja, das eine ist sicher, ja, das sing ich da. Schau, mir vertreiben ja das Uglick, damit's Glick einer kann. Da schau her, ich hab dich geschnitten. Ist das heute gratis, das Rasiererei, gell? Nein. Achso. Ja, den machst du nicht, das ist doch scheiße, gell? Gute Mal, ja. Feins, der Ware macht man. Wie der Fäscher Teufel, gell? Da ist ein Epo hergefüllt. Lacker, mein. Kostet 3 Euro, oder was? Ja, und 5 Euro ist mir auch wurscht. Mit der hat sich ein Lösli da geschafft bei uns. Ja? Der hat gesagt, kassieren müssen wir nicht da noch. Ja, ja. Das eine ist sicher, weil sie jeder bemüht und die drei Schand anschaut. Na, ich schaff das, da überhaupt nichts passiert. Da wird's
sind nur so Schlecker. So schade, das ist auch da nicht. So ein Fünke ist schon auch noch auszuschreiben. Achso, der Meier, das hättest du nicht rein. Was ist denn du noch auf der Nase? Weiß ich nicht. Hast du noch geschnitten? Halbzeit ist um vom Verschrei. Bei mir sind jetzt einige Gäste da am Stammtisch, sitzen mit mir beieinander. Walter, Hans, bei dir schon gewöhnt Traunachtssinger heute? Nein, bei mir haben sie noch nicht gewöhnt, aber ich bin jetzt beim
Palacios gewinnen, da haben Jolly da gewinnen und haben da fleißig gewinnen. Also wir haben es zu zweit die Schuhe geputzt. Zu zweit haben sie mich auch noch nie bearbeitet. Also sie haben fleißig gewinnen schon. Und bei Ihnen wird jetzt wahrscheinlich das nächste Haus was verschreiben. Was muss man sich denn da alles richten, dass man gestellt ist fürs Rauhnachtssingen? Also ich glaube, ich bin gestellt. Ich habe frisch Fassel Most angezapft, habe eine Arbeit dran, Verkostung ist schon gewesen, es passt alles. Der Raufangkeder, der ist schon unterwegs, und ich muss mich eh schon huten, weil er gesagt hat, er steht sich am Most und das wird passen. Naja, da können wir uns dann schon frei. Und jetzt haben wir den Sonnemann, den Tim da und den Fred, den Papa. Wie schaut es denn aus, Tim? Bist du schon mal beim Rauhnachtssingen dabei gewesen? Ja, vor 10 Jahren. Da hast du schon mal zugeschaut? Ja, da habe ich schon mal zugeschaut. Was ist da in Erinnerung geblieben? Schuhputzer. Aha, Schuhputzer. Ja, aber es sind da Rasierer dabei. Wie schaut es denn da aus, Fred? Du bist so unrasiert. Ja, ja. Sie haben es probiert, aber es hat schon ein hartnäckiger Bart. Zu zweit haben sie da gewesen. Fleißig sind sie gewesen. Frisiert, frisch, also vom Feinsten. Also da fehlt dann wirklich nichts an der körperlichen Pflege. Und jetzt schauen wir ein wenig in die Runde um. Da haben wir den Alex einmal da. Alex, wie schaut es bei dir aus? Kannst du dich ans Rauhnachtssingen erinnern? Bist du auch noch ein sehr junger? Ja, es ist schon ziemlich lang aus, aber ein bisschen, wie es halt im Marktplatz gewesen haben, da kann ich mich auch noch erinnern, wie es mit dem im Viertel, der oft verschreit. Und dann kann ich mich auch noch erinnern und halt... Dass du aber ein wenig Geld eingesteckt haben musst, weil sonst ist, schaut scheiße um dich aus. Das ist ein guter Tipp. Wie schaut es denn heute mit dem Klargeld aus? Ja, wir haben uns ein wenig aufs Gericht erst, wir haben uns gerade nur ein wenig wechseln lassen, weil ohne den geht einmal gar nichts beim Rauhnachtssingen. Ja, das ist auch ein alter Brauch, dass man eine kleine Spende dafür geben muss. Und jetzt freuen wir uns auf den Nachmittag und jetzt geht es wieder los. Gestärkt man wird nach der Mittagsrast und zweite Halbzeit jetzt in Ort Nebelberg, aber Heinrichsberg und Stift am Grenzbach. Zuckersüß. Und bei meiner Wurst darfst du auch mal riechen. Schau, wie die gut ist. Wo die Nase schlitzt, zu der Schwein. Ehrlich. Das eine ist sicher, ich sing's gerade, weil man es gespürt. Und ich glaub, dass ab an Opa heute noch so ein Saustecher wird. Der Doris soll mir rasieren und uns damit vorher sagen, weil die Tage ja gescheit rasieren. Ich hab gesagt, das soll ein paar Stunden, aber wir müssen uns das Lecker heil auf uns. Was hast du denn? Sag mal, schau dir das an. Ich kann das gleich mal essen.
Ja, Prost. Ja, ist gut. Super. Warm. Perfekt. Nur wegen Zeit, da haben wir fast ein wenig groß, Heike. Du warst da bald sitzen geblieben, weil du Firma war abgeschrieben hast. Was in der linken hat, hast du nicht mehr, Mann. Warte mal einen Sein. Reisen wir mal. Ist nicht da, schau her. Jetzt müssen wir einen Sein. Hast du eine Ahnung, wie viel Messer das da drin ist? Die gehen nur ein paar Mal rein hier. Und wir müssen ein ganz Garage von der Feibe jetzt haben. Dann kommt Papier an die schau her, wie viel Schiff du kriegst. Hey, kriegst du das? Ja. Wo ist dein Hausherrin, wenn der Hausherrin kommt? Hausherrin ist ein Schläger. Sehr gut. Wir machen Bier. Haben wir einen Most? Manfred, wo bist du denn? Ja, wir haben einen Schiff uns gegeben. Weißt du, was? Nein, du trinkst. Nein, ich trinke. Du trinkst. Nein. Du musst mal durch einen Most ausschlucken. Bist du bereit? Morgen ist Traunacht und bei den, wenn du den Krupfen bockst, dann wird nicht gesungen bei der Nacht. Ja, Traunacht, Sängerin, Nebelberg, das tut Oleg frei und den ersten Tag kämmert man mir dann doch gleich verschreien. Aber Michi, natürlich, du hast heim schon Locher, aber ich glaub, du musst da noch einige um fürs Kropfen bochen. Schöne Kropfen musst du bochen, ja, das eine ist gewiss, natürlich, wenn es die zukünftige Bezirksbayerin ist. Ja, es kreiert natürlich, das ist oft wirklich dumm, aber in dem Fall auch das an die positiven Sachen, rennen sie halt gut schnell um ein Dumm. Ja, und das eine ist sicher, ja, da war's ja da aus, und im Fritzio in Krankenhaus riecht mir einen recht anschein Gruß aus. Das da ist nicht so ein Locher und ich glaube, wir müssen jetzt für den Tiefenblicker nur gleich Platz machen. Stamperl oder Bier? Ja, damals kämen das so viel nachher. Lass uns hier wieder mal aus. Ja, wenn man mit. Abdacht! Morgen ist Traunacht und Bayerin, wenn sie Kropfen bockst, dann wird nicht gesungen bei der Nacht. Ja.
Mitternachtssängerin, neben Berg, das tut alle frei. Am ersten Tag werden wir kommen und zwar werden wir kommen, Riss verschreien. Kropfenbachrieder, Kuchel sing, hallo da, ro. El, du hast dann auch Arbeit, du liegst am Fest noch. Ja, da muss ich tanzen und singen, dreimal gar nichts sieht. Eng, der El hat am Mord Fischteich auf der Rönner drin, mit so einem Uteifelling. In der Zahnrad hat er gearbeitet, ich sing Hallo da, raus, seit El nicht mit der Zahnrad ist, geht's mit der Firma Bergo. Es ist so ein Gaudi, um das tut sich sehr dran. Es muss sein, ich schaue die Hilfe flicken. Das kommt plötzlich nicht dran. Nichts übertreiben, aber anschauen. Du bist ein drin. Was? Dankeschön. Was? Ja, super. Dankeschön. So, Entschuldigung, wie ist denn der Vorname? Josef. Josef, genau. Und sind Sie Feuerwehrkommandant? Nein, ich bin Feuerwehrkommandant bis 2008 bei Feuerwehr. Und jetzt ist es Ehrenkommandant. Ja, Ehrenkommandant bei der Feuerwehr. Morgen ist Traunacht und Bayern, wenn du nicht Kropfen bockst, dann wird nicht gesungen bei der Nacht. Ja, Traunachtssingerin, Nebelberg, das tut alle frei und heut waren wir halt da, ja heut, da haben wir Feuerschrei. Sonja, natürlich, sie tut jetzt schon ein wenig lachen. Sie wird dann eine Pfeife mit Kuchen und wird dann Kropfen wachen. Ja, mein Adi sagt auch, das ist sicher kein Gehort, weil er natürlich heim mit dem mobilen Busbar anfährt. Ja, das eine ist sicher, ja, da ist nichts ein Locher. Und fürs Gesindel natürlich werden wir hier zum Platz machen. Da, ja, trägt einen roten Hut, ein grün-gelb-rotes Kostüm. Alle Männer tragen Masken und Hüte. Welche Verkleidungen sind denn dabei? Der Schuhputzer? Ja, das sind verschiedene Rasierer, Schuhputzer. Wie schauen die aus? Was ist denn das?
verbrannt hat, ist schon gut. Morgen ist Traunacht und Bayern. Wenn du nicht Krupfen packst, dann wird nicht gesungen bei der Nacht. Einen schönen Brauch gibt's in Nibelberg und das tut uns auch frei und wir waren halt hier da und wir dann halt verschreien. Ja, das ist ja wirklich ganz fest, das muss ich Führer bringen. Und natürlich, wir werden hier so ein Raunacht singen. Ja, es ist so ein Gaudi, es ist hart ein Locher. Maria, dann wird sicher so ein Kropfenbocher. Die Sachen müssen wir weitergeben, ja, da holen wir alle in Ehren und drum sagen die auch natürlich, dass die Junge ja lernt. Sei du, weg! Im Fleischnassel haben wir morgen auch mit, ich sing's grad, weil wir es gespürt. Ich befürchte nicht, dass das heute auch noch so ein Saustecher wird. Warte, krieg ich so ein Foto? Ja. Hamanns, danke. Wir haben nicht den Armbus, oder was? Nein, ich habe eh schon beide. Aber wollen wir schon? Was ist die für die Und die Stoppeln, die schauen aus wie bei einer Wildsau. Dann müssen wir das Größte nehmen. Meine Güte. Mei, das wird schön. Mei, so war. So glatte Haut. Da passt Alex, wirklich. Geh weg von mir, ich sag das. Dieser hast du geschnitten, wo ist der? Und auf der Wiener Seite hat er die auch geschnitten, schon her. Der ist ja schon mal. Aber wenn wir nur die Pferde haben, das bringen wir schon noch hin. Ja, das wird's recht. Hab die Stadt, was ich mache, dann schneide weg. Weil das haben wir gerade geschliffen. Ich hab's echt. Mei, ist das gut. Schau, wie es dir gefällt. Ganz ja. Ein, wenn ich will. Im Großen und Ganzen können wir es lassen. Also. Aber das Wichtige ist. Wir haben gerade den Alex den Bock gemacht. Schau dir eine mal. Ja, das ist ja gut. Hör mal, Spiegel. Achso, das ist. Ja, das passt nicht, das ist gut. Morgen ist Traunacht! Und Bayern, wenn du nicht Krupfen packst, dann wird nicht gesungen bei der Nacht. Ja, einen schönen Brauch
gibt's in Nebelberg den Turdolik frei und natürlich, heute waren wir da und heute haben wir verschreit. Ja, zum Kropfenbacher wird sie singen, hallo Daro, du wirst auf Fest bachen und der Dein legt fest noch. Im Fleischnassel haben wir morgen auch mit, ich sing's grad, weil man es gespürt. Und ich glaub, dass dann heute noch so ein Saustecher wird. Der Fritz war lange der Internummer, er war allweil gut drauf und seit der Fritz in der Internummer bin ich, ist gegangen mit der Firma bergauf. Bauernhaus habt's auch da, ja, das ist auch ganz in und die wissen und die auch ganz gesagt, ein Dängerling drin. Ja, es ist so ein Gaudi, das ist, sag ich gleich einen schönen Gruß und weil man fürs Gesindel und für die Kampen da hinten jetzt Platz machen muss. Schaut, wenn das offen geht, oder? Das tut mir geschwind herschauen. Ja, was da für Ofenrost dran ist. Na wirklich, ja, wirklich. Ja, warte, was da für Ofenrost dran ist. Da ist es raus. Ja, warte. Da dürfen wir wieder mal ein wenig rausbinden lassen. Ach, so ein schönes Dreier. Ja, natürlich, gell, jetzt habe ich schon ein wenig Umtrieb gehabt da drin. Ja. Jetzt hätte ich halt da ein wenig eine Tasche mit. Da ist so ein wenig. Schön, gell? Ja, ja. Danke. Das ist doch ein Rappen, der muss man her, wenn ich es immer habe. Der bringt einen Knick, gell? Da ein wenig. Was ist da? Du überhaupt nicht schwarz. Ich hätte direkt noch eine Hütte eingreifen müssen. Nein, ich sag recht entscheidend, ja? Danke. Du liebst ihn gleich noch Gesundheit? Ja. Bitte, gell? Ja. Schnappzeit hat man noch, bitte. Ja. Prost. Prost. Sex? Der Nico. Habt Acht! Morgen ist Traunacht! Und Bayern, wenn du nicht Kropfen bockst, dann wird nicht gesungen bei der Nacht. Ja, einen schönen Brauch gibt's in den Nebelberg und das tut alle ich frei. Und natürlich den ersten Tag werden wir heute da und dann helfen schreien. Sing Hollo da, rote Jungchefin von Obereigner, die haben wir auch noch.
sicher, ja, die singen wir gerade, ist aber wieder ganz super, wenn man in der Gemeinde so eine klasse Firma hat. So schau ich, sehe es gerade, wie man es nimmt. Ich glaube, ich muss den Platz jetzt räumen, weil das Gesindel hinten auch noch klar kommt. Ja, müssen wir schon nochmal zwei. Der glänzt besser. Ja, der glänzt. Nein, der Herr Bob, der ist noch gleich. Müssen da durch, wenn gleich auch wieder. Aber, hat er gar nicht so schlecht aus. Na ja, vorher haben sie mehr glänzt. Oh. Hört's gut! Habt Acht! Morgen ist Traunacht und Bayern, wenn's nicht Kropfen bockst, dann wird nicht gesungen bei der Nacht. Das Dorf heute alle gefreut und heute, wenn wir einmal kommen, wir dann heute verschreien. Ja, der Teil tut sich leicht, das ist eh gar keine Chance, der hat natürlich Schlägler für die Eide. Ich kann nicht ganz oder kommen. Ich kann nicht holen, oder rassieren. Also, weil ich wirklich hab. Wo bist denn du? Ich verweiß sie doch. Ah, das ist dein Name. Was kann der schneiden wollen? Also, ich schau ein wenig raus, wie immer, gell? Ja, ja. Das ist mein Victor, der raus. Thank you.
jetzt wird's auf deinem nächsten Arzt ein Kropfenbrocher. Wenn wir das nächste Jahr nicht mehr leisten. Warte mal! In Spürgel gibt es sogar, wenn man spät ist. Ich bin nicht leise, wenn ich fest bin. Ich bin schon fertig, aber seid ehrlich, ich habe noch nichts geleistet. Ja? Ja? Du warst der Erste, aber du bist noch nicht der Nächste, wie du uns kriegst. Wo ist deiner? Oh, der ist ja nicht. Ja, du. Das ist wirklich dumm. Wollen wir den zweiten auch machen? Ja, ja. Aber ich komme eh morgen rein. Ich bin dumm. Was ist denn jetzt auch? Bisschen Schleifen, Hanto! Bisschen Schleifen, Hanto! Ist am Thema, Hanto schreit! Bisschen Schleifen! Komm lieber mal, das ist ein Stumpf! Jutta, du bist ein Jawohl. Bleib stehen, Mul. Ja, dann tut der Schneider, aber wir müssen noch einig, weil schlechte Messer haben sie auch noch. Der Rosenmäher-Roboter steht auch mitten im Weg. So, da nehmen wir ihm da weg drüber von über die Bärosten. Aoi. Ja, in Nebelberg ist es aber lustig, das mal ein Vierer bringen. Und hei ist wieder das Jahr, da tun's rau noch singen. Ja, den ersten Tag, ja, natürlich, das tut eh alle frei. Und natürlich, den ersten Tag, da war halt das Verschrein. Die zwei Tage hat alle in Ausnahmezustand, die tun Trau noch singen. Du kannst dich sicher nur erinnern, da wenn wir gar nicht fallen. Und natürlich, du bist nur beim Trau noch singen, oft dabei gewesen. Und natürlich, wir müssen jetzt alle wieder zu den Opernbeiträgen. Wenn ich so nicht glaube, ist von der Weingemahle und wenn ich da so schaue, sind die Jahre schon wieder her.
das formuliert, da wäre ich ohne Verling oder in mehreren Verunsand um 10 Jahre jünger Quinn. Ja, aber wir arbeiten zu uns recht gut zusammen. Sie bringt was vor. Also, du meinst Euro? Also, es geht beinahe noch mal dran. Wir wollen jetzt die Schuhe. Welche Verrechnungstür hast du bei der Meinung? Ja, das ist mein Zwickert. Ja, was für der. Oh, da habe ich die Ehre. Ui, da gelegt. Nein, da hat es nichts. Da müssen wir uns auch rasieren. Nein, da hat's nichts. Aus ist. Das ist normal bei mir, was? Nein, das geht so nicht. Nein, da. Au, ey. Jetzt bitte nicht pechern. Wahrscheinlich nicht. Nein, das ist. Au, ey. Du kannst da recht, du ziehst das da recht, oder? Na gut, Schmuck. Das ist gut. Aus ist. Nein, da brauchst du nicht putzen, weil der ist. Oh, das ist ein Staub! Das ist ein Staub! Das ist ja genau. Nein, das nein, glaube ich nicht. Nein, das ist. Nein, das ich sehe schon. Nein, doch. Na doch. So genau, siehst du noch nicht. Ich sehe schon. Kann man halt man dran noch singen, ja, überhaupt nichts. Ich sage gleich einen
schönen Gruß. Du wirst dann natürlich mal denkt haben, dass zumindest einer schön anhören haben muss. Ja, dit is mooi.
Das ist sehr schon wieder gewesen. Kann man da dann mit den Kleinen rein, aber? Ja, schau, ne? Morgen ist dran noch! Und Bayern, wenn du nicht Krapfen magst, dann wird nicht gesungen bei der Nacht. Ja, ich bin heute nicht drin und ich bin heute nicht drin.
das war Radlokera, der bringt. Ohne Füglik. Seid's begehrt und wird's ganz im Vertrauen, hast bei dir deine Fisch gehört. Ja, das eine muss ich eigentlich sagen, ja, das war auch da gelacht. Aber bei der Meinde habe ich ganz sauber gemacht. Ja, in Noppen haben wir Radl und das ist auch ganz schön und in dem Fall sparen wir unseren Weg, brauchen nicht um mich, gell? Union Obmann ist ja auch, weil er nichts übertreibt und Nibelberg wird narrisch gut jetzt, weil es nächstes Jahr dann aufsteigt. Ganz gut, aber das ist auch ganz in. Sie haben ein kleines Problem, Sie haben den Sportplatz der Engeling drin. Was? ORF, ein kurzes Statement, was halten Sie von dieser Veranstaltung? Also, wenn ich mir den Würst mal so anschaue, wird man ganz, wird man ganz Angst und Bang, ob du die Tour überhaupt noch weiterbringst heute. Aber der Freund schaut da schon. Keine Ahnung, wie viele Frauen das um meinen Würstel schon gelangt haben. Heute. So viel noch nicht, weil das ist nur ganz. Ja, in Nibelberg gibt's einen Schein, braucht es mal Vierer bringen.
singen, da ist so die 10 Jahre dann sein, rau noch singen. Ja, den ersten Tag natürlich, ja, das tut alle frei. Ja, da kommen wir natürlich her und da tun wir verschreien. Dass morgen dann ein wenig gescheiter wird, dass im Nibelberg der Wind so geht. Man will's gar nicht glauben, ich sing Hol oder Aro. Ich mal muss singen danach, wenn wir die Schuhe putzen, die waren auch schon da. Thank you.
so leicht, ja, um das tut es sich dran, weil ich den Verweis nicht von der Sermin Firming Forbes an. Ja, da ist ein Loch auch. Natürlich wird's da noch dann gleich ein Tropfenbocher. Ja, ich möchte auch singen. Wir wollen ja nix sein. Heute sag ich lieber nix, weil man bei jeder dabei. Ja, das eine ist sicher, ja, da sind wir so frei und natürlich bei den Zielen, morgen bist du mir dann dabei. Ja, Raunachtssängerin, Nebelberg, ja, das tut alle ich frei und den ersten Tag werden wir da heute ganz nett drum verschreien. Ja, wenn Raunacht singen natürlich, ja, das sag ich eng, schau, da vertreiben wir das Unglück, damit's Glück einer kann. Meine liebe Karina, da ist nicht so Loch, du wirst da nicht Kuchen gehen und wirst Kropfenbocher. Karina, ja, das ist genau gesehen, ich bin fast ein wenig leer, Post, ich mache den Teil, hat das ein Grinsen jetzt gekostet. Aber du dich nicht täuschen, sag ich, das war ja da gelacht, aber Karin hat den Wifi einen Tropfenkurs gemacht. Sicheren Spiegel, den dort zum Bringen. Ja, jetzt muss ich dir nur sagen, das lasse ich mir nicht nehmen. Du kommst schon ein wenig daher, ein wenig runtergekommen. Ja, du bist gar nicht zufrieden, das ist auch nur das Scheine. Aber die können wir nächstes Jahr am Kirschbaum für Vogelscheichen nehmen. Die Spolzen, die Kirsch vom Vorjahr, dann auch wieder zurück. Ja, ich hab halt nie geschmiert, ja, ich hab halt nie Drecksaat. Du wirst zugegangen, bis heute mit dem Clown sein Ross verwechselt.
Sicher, das muss ich Vierer bringen. Alle 10 Jahre da mal in Nebelberg rau noch singen. Das rau noch singen natürlich, das tut alle frei. Und wir waren halt heute da und wir tun halt verschreien. Ja, du hast kein Locher, aber du wirst dann sein Herd gehen und wirst Kropfenbocher. Eine fesche gemeinte Zeitung macht der Heinrich, ja. Da warst du aus, wie es gelesen habe, immer denkt, ich schau dir wie der Quellekatalog aus. Ja, das eine ist sicher, ja, das singe ich da gerade und ja, natürlich mal auf einen Umfang, weil es ja so einen unendlichen Umfang auch hat.
Thank you.